Ich würde sagen, jetzt machen wir uns mal an die Wähler von der SPD ran. Denn der Nächste, der auf die Bühne kommt, das ist Guido Meil. Aktiver Schneider, Betriebsrat und Gewerkschafter. Er verließ die SPD nach 26 Jahren Mitgliedschaft. Und na klar, er ist ein Mann der klaren Worte und wir haben alle noch in Erinnerung deinen Auftritt bei Hart aber Fair, wie wir da die Gesichter sehen konnten von Gesine Schwan und dem Altmaier. Und ich bitte jetzt mal die Technik, diese Szene, wenn ihr es nicht auf die Schnelle schafft, mal eben einzuspielen, das ist wirklich der, das tun wir uns nochmal an. Nach einem Jahr, wie ist das bei Ihnen angekommen? Für mich ist das eine völlige Katastrophe. Wurde nichts verstanden. Dieses weiter so. Und wo man doch wirklich sehen muss, dass diese ganzen Bedenken, die letztes Jahr die sogenannten besorgten Bürger hatten, nein, unsere Gesellschaft ist ja gerade dabei, sich zu spalten. Letztes Jahr ging es los, die Gesellschaft hat sich gespalten, besorgte Bürger und Gutmenschen. Und ein Jahr später müssen wir doch ganz klar sagen, die besorgten Bürger haben nicht gehabt. Alle Ängste, Nöte und Befürchtungen, die besorgten Bürger hatten, sind eingetreten. Und es ist noch viel schlimmer geworden. Also ich hätte mir die Ereignisse von Köln, traurig einfach, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, obwohl ich große Sorgen hatte. Also ich erzähle seit dem 30. September 2015, wir schaffen es nicht und ich bin von einer Seite der besorgten Bürger und ich kann alle Ängste und Nöte absolut nachvollziehen. So, Guido. Dein Motto ist, das frühe Rot ist das heutige Blau und das Mikrofon ist jetzt deins. Guido, rein! Vielen, vielen Dank für diesen herzlichen Applaus. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, wenn ich nicht hinterm Pult stehe und ein bisschen hier rumlaufe. Ich bin hyperaktiv, sehr emotional und ja, damit wir hin und her laufen. Na, wonach sieht das aus? Das sieht so ein bisschen aus nach dem Tiger im Käfig. Und bei der SPD habe ich mich da 26 Jahre so gefühlt, wie ein Tiger im Käfig. Und deswegen bin ich glücklich, dass ich jetzt bei der Alternative für Deutschland bin und endlich frei. Ich habe so im letzten Jahr bei meinen Reden in erster Linie auf die SPD eingedroschen. Vollkommen zu Recht. Auf den Martin Schulz besonders gerne. Dann lasse ich heute mal bleiben. Weil ich von meinen Eltern, die auch so gut sind, waren, und meinen Großeltern so ein paar Sachen mit auf den Weg gekommen habe. So Anstand, Werte, so Dinge wie Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, dass man zu seinem Wort steht. Oder auch so Sachen, wenn ich einer haut zurück, dann habe ich noch gelernt. Aber ich habe auch gelernt, wenn einer auf dem Boden liegt, dann trittst du nicht nach. Und die SPD, die liegt gerade sogar von am Boden, da geht schon Leichenfederung. Da geht schon Leichenfederung. Ich glaube, dieser Martin Schulz, ich vergleiche ihn ja immer mit dem Zug nach nirgendwo. Ich glaube, der heult jeden, dass wenn ins Bett geht. Ne? Und das kann er, glaube ich, gar nicht mehr tragen. Ja, warum haben wir den Einspieler gebracht? Ihr werdet ja nicht glauben, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Da war diese Talkshow gewesen. Und das Thema war ein Jahr nach der Grenzöffnung. Und ich sollte mal so ein bisschen aus der Praxis erzählen, was denn so gelaufen ist, wie sich die Dinge so entwickelt haben in meiner Heimat im Ruhrgebiet und was wir denn alles so geschafft haben. Da hatten wir nämlich nichts geschafft. Und ich habe Spannung gefunden, jetzt ein Jahr später mich da nochmal hinzusetzen. Mit dem Altmaier und der Spahn. Könnt ihr euch ja vorstellen. Und ein Jahr später nochmal zu fragen, was haben wir denn jetzt geschafft? Welche Probleme haben wir jetzt gelöst? Habe ich natürlich nicht eingeladen, weil diese Veranstaltung wäre wohl noch unangenehmer geworden wie die letzte. Und ihr habt ja jetzt schon gesehen, dass nicht alles aus dem Gesicht gefallen ist. Und ich sage euch das. So ein Altmaier, das ist einer der mächtigsten Männer unseres Landes. Kanzleramtsminister. Diese Gesine, die wollte mal Bundespräsidentin werden. Das sind Hochkaräter. Und da kommt einer wie ich mit einem Hauptschulabschluss vom Püt, sagt dem nur mal die Meinung und sind fertig mit der Welt. Also.
weil sie auch nicht kennen, die direkte Sprache. Weil das eine völlig andere Welt ist, in der die leben. Die leben in einem Turm oder einem Raumschiff und die kriegen das wahre Leben überhaupt nicht mehr mit. Das Kanzleramt, das ist nicht das normale Leben. Und jetzt mal so eine Geschichte am Rande, was nach der Show so gelaufen ist. Also die Schwan ist sofort weg, die hat keinem mehr die Hand gegeben, die war beleidigt. Dann ist beim WDR normal, dass sie noch so eine kleine Party machen. Also der Altmaier ist da geblieben. Der hat erst mal drei Bier nacheinander getrunken. Der wollte gar nicht mehr absetzen. Und dann hat er sich ein Häppchen hergemacht. Aber der war für den Bier mit. Der war richtig fertig. Ja, ich habe mich dann auch über die Häppchen hergemacht und ich habe mit dem österreichischen Innenminister dabei auch, der so Wodka und sein Team, haben wir die kompletten Weinreserven vom WDR leer gemacht. Also ich habe meine GZÜ raus. Und das Spannende jetzt, der so Wodka hat die ganze Zeit recht gegeben. Richtig, richtig gut hast du was gemacht, die Merkel ist bekloppt geworden. Ja, so spricht der österreichische Innenminister. Und das schon letztes Jahr. Ja, aber was ist denn jetzt wirklich gelaufen, das letzte Jahr? Ist irgendwas besser geworden? Haben wir irgendwas geschafft? Unsere Grenzen sind immer noch nicht gesichert. Die Menschen, die zu uns gekommen sind, die Hochqualifizierten, haben die jetzt Arbeit? Also ich habe vor 2 Jahren noch gedacht, 10% der Menschen, die zu uns kommen, sind auf dem deutschen Arbeitsmarkt integrierbar. Die Zahl hat jetzt über die Nase gesagt, 10%. 2 Jahre später wissen wir, die Zahl ist noch völlig übertrieben. Da war ich noch viel zu optimistisch. Wir wissen heute, von 100 Flüchtlingen, die Maßnahmen beginnen, halten 2 durch. 2 von 100. Überall. Eine große Initiative der DAX-Unternehmen, Flüchtlinge einzustellen, die haben sich ja so gefreut. Ah, der Wirtschaftsmotor, hurra, die brauchen wir. Ja, die ganzen DAX-Unternehmen haben 50 Flüchtlinge eingestellt. Und davon 40 die Post. Die sortieren da Bettchen. Das ist die Realität. Aber seitenweise Presseberichte, wie doll alles ist und wie schön das ist, ist nur alles nicht wahr. Tja, Fakt ist, die Flüchtlinge kosten. Kosten, Kosten und Kosten. Und leider sind viele Menschen dabei, die sich hier nicht an unsere Regeln halten, die unsere Werte verachten. Die Kriminalität ist angestiegen. Wir haben jetzt die Zahl aus Österreich. Flüchtlinge sind 20-mal so kriminell wie Deutsche. Aktuelle Zahlen aus Österreich. Und das wird bei uns nicht anders sein. Die ganzen Vergewaltigungen, die gibt's. Gruppenvergewaltigungen sind ein völlig neues Phänomen. Habt ihr sowas vorher gehört? Jetzt wieder altern. Eine 40-Jährige in der Flüchtlingsunterkunft vergewaltigt. Fälle jeden Tag, jeden Tag. Also ich habe schon Angst, morgens Facebook aufzumachen, weil ich da schon die Krise kriege. Und ich verstehe Menschen, die sich da nicht mehr mit befassen wollen. Die gucken sich morgens Katzenvideos und haben die ganzen Tag gute Laune. Ich verstehe es einfach nicht. Wegsehen. Und ich will mein Land nicht aufgeben. Ich verstehe diesen ganzen Wahnsinn nicht. Ich verstehe ihn einfach nicht mehr. Und jetzt mal abgesehen von dem Flüchtlinger-Thema, was mich im Moment so unheimlich anfrisst. Also ich höre 1Live, muss ich zugestehen, ne? Jetzt mal wieder so ein Kommentar von 1Live. Da habe ich wieder total die Krise bekommen, gestern. Ja, die Luft in unseren Innenstädten, die wird immer schlechter. Deswegen stellen wir uns jetzt dem Endgegner, dem stinkenden Diesel. Originalkommentar 1Live. So diskutieren wir dann dieses Thema. Also die Luft in unseren Innenstädten, die wird immer besser. Die wird gar nicht schlechter. Stickoxide. Diesel stoßt Stickoxide aus, haben wir seit 1990 um 60% reduziert. 60% haben wir jetzt schon weniger. Und deswegen meinen wir müssen den Diesel abschaffen. Den Motor unserer Wirtschaft. Jeder 7. Arbeitsplatz in Deutschland hängt an der Automobilindustrie. Und was wir richtig gut können, sind Dieselmotoren bauen. Da sind wir Weltmarktführer. Und wir hauen uns jetzt selbst in die Fresse. Wie bekloppt ist das? Und ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, wir haben hier keinen Dieselskandal, wir haben hier einen Grenzwertskandal. Nichts anderes. Wir haben hier völlig bekloppte Grenzwerte. Spätestens seit letzter Woche Montag wissen wir ja Bescheid. Alice Weigel in ihrer Genialität hat den Oppermann gefragt, wieso das denn so ist,
dass an vielbefahrenen Straßen der Grenzwert bei 40 Mikrogramm liegt, aber am Arbeitsplatz bei 960, 23 Mal so hoch. Wieso ist denn das so? Irgendwann mal hat sie ihn gefragt. Leider blöd geguckt. Ein Tag später haben irgendwelche Experten dann versucht zu erklären. Da habe ich mir ganz kaputt gelacht. Die haben das so erklärt, ja, an so einem Arbeitsplatz, da arbeiten kerngesunde Menschen. Die sind leistungsfähig, die können aber ab. In Essen die Messpunkte sind an der 2420 zum Beispiel, vierspurig rum, die ganze Zeit fahren da Autos. Da sind natürlich besonders viele Babys, Alte und Kranke, die geschützt werden müssen. Also ich sehe sie da jeden Tag an der 2420. Rein von Kinderwagen und Rollstuhlfahrer, die Alten und die Kranken. Die rennen da nur rum. Und jetzt müsste man einen Tag später doch sofort die Diskussion von, ja verdammt nochmal, lass uns die Grenzwerte anheben, dann ist das Thema durch. Diese ganze EU-Richtlinie wird überhaupt nur für uns umgesetzt, von den Deutschen. Alle anderen nehmen überhaupt nicht so eng mit den ganzen Richtwerten und den ganzen Messstellen. Teilweise haben die überhaupt keine Messstellen. Ja. Also bei dem Thema habe ich wirklich gedacht, da will uns die Regierung jetzt den Benzinmotor vermiesen, den Diesel vermieten und beschließen, dass wir bald alle E-Autos fahren. Weil das ja so töpfig ist und so gut für die Umwelt. Nur jetzt lese ich im Fokus und im Spiegel, dass das völliger Schwachsinn ist. In den aktuellen Ausgaben, also nicht in der Nazi-Zeitung, in den aktuellen Ausgaben, steht drin, dass das völliger Quatsch ist. Denn so E-Autos, die brauchen eine Batterie, einen Akku, wie man so schon sagt. Und abgesehen davon, dass da ganz viele seltene Dinge drin sind, die teilweise mit Kinderarbeit gefördert werden, verbraucht oder wird bei der Produktion von so einem Akku CO2 ausgestoßen. Genauso viel CO2 wie ein Mittelklasse-Auto bei einer Laufleistung von 200.000 Kilometern. Das steht im Fokus im Spiegel. Das ist ein Ding, ne? Das ist ein Ding. Und dann wird das noch lustiger. Dann gibt das da so einen Umstand, da wo keiner von uns drauf kommt. So, E-Autos brauchen Strom. Da hat sich keiner Kupon gemacht. Ich meine, die Linken und die Grünen, die wissen, dass der Strom von der Steckdose. Das funktioniert dann wunderbar. Also, wenn wir das denn so tun würden, auf die E-Autos umzustellen, wenn die so prima sind, dann brauchen wir ganz viel Strom. Ganz viele Atomkraftwerke müssten wir bauen. Wenn wir irgendeine Atomkraftwerke bauen, um Gottes Willen. Oder wir müssen ganz viele Kohlekraftwerke bauen. Wenn wir irgendeine Kohlekraftwerke bauen, um Gottes Willen. Also selbst wenn wir ganz Deutschland vollsparen und auf jedem Dach Solaranlagen setzen, sind wir auch nicht annähernd in der Lage, den Strom zu erzeugen. Aber wir regeln ja alles europäisch. Mein besonderer Freund, der Lindner, dieser Unterhändenmodel, der hat uns jetzt gesagt, wie wir das Problem lösen. Mit einer europäischen Energiepolitik. Der will eine europäische Energiepolitik machen. Was er noch nicht gemerkt hat, die machen wir schon nichts. Denn immer, wenn er mit den Windmühlen und den Solaranlagen nicht so ganz gut klappt, dann beziehen wir unseren Strom, nämlich aus Atomkraftwerken, die an unserer Grenze stehen. In Belgien und Frankreich zum Beispiel. Und die wesentlich unsicherer sind für unsere. Für teuer Geld. Das ist die europäische Energiepolitik. Und jetzt mal abgesehen vom Stickstoff zu sprechen wir aber Feinstaub. Dieser ganze Wahnsinn ging ja los mit Feinstaub. Wir müssen jetzt geschützt werden vor dem Feinstaub. Haben wir beschlossen. Deswegen haben wir die Bestellung gemacht. Und haben dann was ganz Beklopptes festgestellt. Immer wenn es warm ist oder nicht regnet, dann staubt es. Da kommt man auch nicht so drauf. Und immer wenn die Wetterbedingungen so sind, haben wir die Grenzwerte überschritten. Also einige Städte machen da was ganz Schlaues. Die spülen. Dann hat jeder auf dem Bau oder auf dem Pütt gelernt, der staubt, dann machst du Wasser drauf, dann ist er weg. Das ist die einzige effektive Möglichkeit, Feinstaub zu bekämpfen. Wasser drauf tun. Und Wasser haben wir genug in Deutschland. Was überhaupt keinen Sinn macht, ist diese dämliche Umweltzone, die wir angerichtet haben. Das weiß auch jeder. Denn das Spannende ist jetzt, der Anteil von Feinstaub, den die Pkw verursachen, und davon der Anteil der Abgase, liegt gerade mal bei 15%. Mehr sind das nämlich überhaupt nicht. 85% sind der Abtrieb der Bremsen, der Abtrieb der Reifen und das Aufwirbeln.
Und jetzt kommt wieder, da wird ja auch nie drauf kommen. So ein E-Auto hat ganz viele Sachen nicht. Zum Beispiel eine Kupplung und Getriebe. Das können wir übrigens gut bauen in Deutschland. Die Arbeitsplätze bei den Zulieferern sind weg. Aber selbst ein E-Auto hat eine Bremse. Und die haben Reifen. Und ich habe die sogar schon fahren gesehen. Also E-Autos, Feinstaub, überhaupt keine Lösung. Völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Das Einzige, was wir machen, ist unsere Arbeitsplätze kaputt. Und so weit vom Staat verordnet, von unserer eigenen Regierung unterstützt. Das ist ein Skandal. Also ich habe mich entschlossen, diesen ganzen Wahnsinn in diesem Land nicht mehr mitzumachen. Und ich war es leid, ständig zu hören, dass alles alternativlos ist. Und ich bin es auch leid zu hören, dass diese Kanzlerin alternativlos ist. Ich bin glücklich, dass es jetzt endlich eine Alternative gibt. Die Alternative für Deutschland. Eine Partei, die vor allen Dingen eins hat, auch alternative Politiker. Nämlich Politiker, die im Leben stehen, die alle mal gearbeitet haben, die was erreicht haben in ihrem Leben. Und wir haben so heute sie kennengelernt. Und ich lerne sie gerade in ganz Deutschland kennen. Und ihr glaubt nicht, wie viele unheimlich gute Leute wir haben. Menschen, die nicht von der Politik abhängig sind. Keine Apparatschis. Denn daran krankt unser Land. Dass wir regiert werden von so Vögeln wie den Altmaier oder die Schwan, die niemals Lucht haben, die das Leben nie kennengelernt haben. Wir reden hier über reine Apparatschis. Die haben in der Regel mal irgendwann angefangen zu studieren, haben es meistens nicht fertig gekriegt, haben dann angefangen, von der Partei zu arbeiten und haben sich hochgelehnt. Wurden dann Mitarbeiter bei den Abgeordneten. Und wenn sie immer schon beliebt waren und nie widersprochen haben und völlig rundgelutscht und weich gespült sind, dann werden sie mal selber Abgeordnete. Dann werden sie belohnt. Aber wenn die mal eine Meinung entwickeln, sind die sofort weg vom Fenster. Sofort. Haben, die ihre Meinung sagen. Auch wenn es manchmal schwierig ist, mit solchen Menschen umzugehen. Da ist überhaupt keine Frage. Wir sind eine Ansammlung von Rebellen. Da ist es nicht einfach. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und wir wachsen zusammen. Die AfD ist dabei, eine Familie zu werden. Weil so völlig gegensätzliche Menschen, wie so Martin Rinner oder ich, die völlig anders sozialisiert wurden, an einem Strang ziehen. Für Deutschland. Volkspartei verdient hat. Die einzige Partei. Denn ihr müsst euch vorstellen, da gibt es Parteien, die das für sich in Anspruch nehmen, eine Volkspartei zu sein, aber mit dem Begriff Volk schon Probleme haben. Die kennen sich schon mal an die Volk. Ist das schon mal kreativ. Volkspartei wollte sein, aber bloß nichts mit dem Volk zu tun haben. Und genauso sind die. Die machen auch keine Politik fürs Volk. Die machen keine Politik für uns. Und wir wollen endlich eine Politik für uns. Für die Menschen, die hier hart arbeiten, die sich an die Gesetze halten und die zu unseren offenen, freiheitlichen, toleranten Werten stehen. Für uns. Und das ist die AfD. Und so eine echte Volkspartei, und da bin ich fest von überzeugt, die kann alles. Weil wir bunt sind. Und weil wir so breit aufgestellt sind. Wir können sozial sein, wir können liberal sein und wir können konservativ sein. Wir können alles. Denn wir sind die Alternative für Deutschland. Und ich glaube auch, wir müssen weg von diesen Denkmustern von rechts und links. Da ist alles irgendein Quatsch, irgendeine Soße. Das hat sich mal ein Großmeiner ausgedacht. Was wir brauchen, ist eine Partei, die eins ist, geradeaus. Und das ist die AfD. Deswegen lasst uns gemeinsam jetzt die nächsten Wochen Wahlkampf machen, Wahlkampf machen, Wahlkampf machen. Für unser Land. Denn es ist die letzte Chance für unser Land.
Die AfD muss ein starkes Ergebnis holen. Und sie wird ein starkes Ergebnis holen. Die Stimmung wird jeden Tag besser. Wir haben unheimlich Rückenwind. Vollkommen zu Recht. Denn wir sind die Guten. Die einzig wahre Volkspartei. Deswegen am 24. September die AfD für uns, unsere Kinder, unsere Zukunft, für Deutschland. Glück auf! In Düsseldorf unterwegs, da ist die obdachlose Elli in der Innenstadt, 20 Meter von der Hauptpartyzone, erfroren. Und ich war mal eine Woche später da, habe den Obdachlosen Kaffee angeboten, den Decken gegeben und mir mal die Geschichten von denen angehört. Und ihr glaubt nicht, die allermeisten dieser Menschen haben aber beigetragen zu unserem Land. Die haben was gelernt. Ich habe dann Pianisten kennengelernt. Diese Menschen haben vor allen Dingen eins, die haben schon Schicksalsschläge erlebt. Der Pianist zum Beispiel musste mit ansehen, wie seine Mutter verbrannt ist. Das sind Leute, die aus der Bahn geraten sind. Und um die kümmert sich hier kein Schwein. In unserem reichen Land werden 500.000 Menschen auf der Straße werden gelassen. Einfach so, ohne medizinische Grundversorgung. Ein Zahnarztbesuch ist was völlig Unmögliches für die. Und das tolerieren wir alles in diesem reichen Land. Das wäre mal verdammt nochmal eine Aufgabe, die wir schaffen müssen. Diese Menschen wieder zu integrieren in die Gesellschaft.